Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute schauen wir uns von der Firma Gloria den FindCut 18V an. Das ist ein Akku-Rasen- und Kantenschneider. Ideale Ergänzung für meinen Bosch Mähroboter, den Roberto, der ja seitlich immer so viel Rasen stehen lässt. Das ist halt bei Mährobotern oftmals der Fall. Kommt drauf an, wie man seinen Garten gestaltet hat. Bei der Installation von dem Mähroboter war ja angegeben, so und so viel Abstand muss man halten und den braucht er teilweise auch und drum bleibt halt immer ein Rand stehen. Dieser habe ich bisher immer mit einem ganz normalen Trimmer weggemacht, aber da der so breit ist, der Rand, ist ein Trimmer ein bisschen umständlich. Ich werde auch nach wie vor noch einen Trimmer verwenden. Aber ihr werdet sehen, der FindCut macht die Arbeit halt viel, viel einfacher. Hier sieht man, was da alles so stehen bleibt noch. Da musste natürlich eine Lösung her. Also, schauen wir uns erstmal die Verpackung an vom FindCut. Der kommt in so einer tollen Verpackung angeliefert, wo alle wichtigen Infos draufstehen. Wichtig ist auch, dass hier der 18-Volt-Akku von Bosch genutzt wird, der Power-for-All-Akku, den alle grünen 18-Volt-Bosch-Geräte eben auch drin haben. Der ist hier auch am Start, also wenn ihr schon so einen Akku zu Hause habt, braucht ihr natürlich nicht das komplette Set kaufen, sondern nur das Solo-Gerät. Das macht natürlich noch viel mehr Sinn. Die Verpackung ist übrigens komplett ohne Kunststoff, also alles aus Karton. Das ist natürlich auch eine nachhaltige Sache, finde ich. Und hier ist der Akku, das ist ein 2,5 Amperestunden Akku, der reicht dann für 60 Minuten Arbeit. Wenn ihr einen 4 Amperestunden Akku von Bosch zum Beispiel habt, dann könnt ihr damit 95 Minuten arbeiten. Also macht natürlich einen Unterschied, ist aber auch natürlich eine Gewichtssache. Mir reicht der 2,5 Amperestunden Akku völlig aus, weil ich habe ja nicht so einen riesen Rasen. Hier ist dann auch noch so ein 3 mm Inbus Schlüssel mit dabei. Den braucht man dann, um die Schnitthöhe zu ändern. Da kann man die Räder eben umsetzen. Standardmäßig ist 3 cm Schnitthöhe, ihr könnt aber auch auf 4 oder 5 cm abändern. Ich habe ihn aber so gelassen, weil der ist eigentlich so genau richtig. So, ein kleines Ladegerät ist auch noch mit dabei. Das benötigt man natürlich, um den Akku zu laden. Der sollte natürlich auch vor ersten Betrieb erstmal komplett voll geladen werden. Hier sieht man dann schon das Hauptteil mit der großen Schneidfläche. Die Schneidbreite ist hier 250 mm, die Schnittbreite. Das sind die beweglichen Räder, die das Arbeiten halt auch viel, viel einfacher machen. Dann lässt sich der Kopf auch noch schräg in der Schräge verstellen, sodass man auch an unzugänglichen Stellen von unten besser rankommen kann. Das ist auch eine tolle Sache. Hier ist die Bedienungsanleitung, alles schön bebildert und in mehreren Sprachen und natürlich auch in Deutsch. Die sollte man sich auf jeden Fall vorher durchlesen, weil da wichtige Tipps und Informationen drin sind. Da steht zum Beispiel auch drin, dass man das Messer regelmäßig mit Öl benetzen soll. Also mindestens einmal die Stunde steht drin. Das sollte man natürlich auch immer beachten. Auf die weiteren Papiere gehe ich jetzt nicht genauer darauf ein. Das sind halt Sachen, die immer beiliegen müssen. Genau, dann haben wir schon die erste Lage weg. Ist ein bisschen hakelig, muss ich zugeben, die Verpackung. Ich werde sie auch nie wieder, wenn ich es mal wieder verpacken müsste, nie wieder so reinbekommen. Aber ist ja egal. Hauptsache, das kommt gut an und nichts ist beschädigt. So, hier haben wir dann schon das Griffstück mit der Aufnahme für den Akku und den Sicherheitsschalter seitlich. Sowie die Akkuanzeige ist hier eben auch mit eingebaut. Die Bosch-Akkus alleine haben ja gar keine Akkuanzeige, deshalb am Gerät. So, und dann haben wir jetzt hier das Verbindungsstück. Das wird quasi zwischen dem Motor und dem Handgriff eingebaut. Eigentlich eine ganz simple Sache, das kriegt jeder hin. Das ist gar kein Problem nicht. Und die Messer, die sind halt schon riesig, wenn man das so sieht. Und das ist genau das, was ich ja brauche, weil der Mähroboter eben schon einen breiten Streifen immer stehen lässt. Und so kann ich es halt quasi fast mit einem Rutsch das alles wegmachen. So, dann geht es an die Montage. Da kommt erstmal das Zwischenstück. Da gibt es so eine Nase und die muss an die passende Stelle reingeschoben werden. Und dann wird einfach nur die Überwurfmutter drüber gemacht. Und das war es eigentlich schon. Die Kontakte sind dann automatisch verbunden innen drin.
Dann kommt natürlich das untere Teil auch noch. Das ist genauso einfach und schon ist alles zusammengebaut. So, dann geht es ans Aufladen vom Akku. Das ist ja auch ganz wichtig, dass der erstmal aufgeladen ist. Der wird immer nur teilgeladen geliefert. Das wird hier einfach so reingeschoben und das Ganze dann mit Strom verbunden. Und ja, normalerweise roll ich die Kabeltrommel komplett ab, habe ich jetzt aber nur fürs Video eben nicht gemacht, bevor wieder die Kommentare kommen. Das dauert dann halt eine gewisse Zeit. Wenn das Blinken dann aufhört, ist der Akku aufgeladen. Also wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, ist er aufgeladen. Hier noch ein paar Nahaufnahmen vom Gerät, dass man das auch besser sieht. Vorne am Messerschutz steht auch nochmal drauf, vor und nach jeder Benutzung die Messer ölen. Ich nehme da das Ballistolöl, das ist dazu sehr gut geeignet und da sprühe ich ein paar Mal drauf. Die waren aber schon sehr gut eingeölt, muss ich sagen. Aber ein bisschen mehr Öl schadet ja nicht. So, und dann ging es zum Akku einlegen. Das ging ganz einfach, einfach reinschieben und dann rastet er automatisch ein. Ganz easy, das kennt man von anderen Geräten auch. Die Schräge lässt sich durch beidseitiges Drücken dieser blauen Tasten verstellen. Das kann man sich einstellen, je nach Körpergröße, wie man da am besten damit fährt. Das kann man natürlich auch ganz nach unten einstellen, wenn man zum Beispiel irgendwo unten reinfahren muss. Das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn man irgendwo ein Trampolin hat und man will da unten reinfahren, kann man das natürlich ganz nach unten stellen, der ganze Griff. Und so sieht das ganze Gerät komplettiert aus. Ein schönes Edelstahlmesser mit 250 mm Breite. Das Gerät wiegt ohne Akku insgesamt ca. 2,7 Kilo und dann kommt halt noch der 18 Volt Akku drauf. Je nach Größe, was ihr da benutzt, wiegt das Gerät natürlich dann dementsprechend mehr. Das muss man natürlich wissen. Es gibt natürlich auch Ersatzakkus auf dem Markt. Da könnt ihr mal schauen nach der Powerful All Akku System. Und hier ist natürlich die Akkuanzeige, habt ihr das gesehen? Die ist ein bisschen schlecht ablesbar bei Sonnenschein, das muss man dazu sagen. Jetzt könnte man natürlich noch die Räder in der Höhe verstellen. Aktuell sind 3 cm eingestellt, die anderen Löcher sind 4 oder 5 cm. Ich lasse es so eingestellt, weil die Rasenhöhe passt eigentlich dann ganz gut dazu. Dann habe ich das Gerät zum ersten Mal gestartet und macht einen richtig wertigen Eindruck, meiner Meinung nach. Hätte ich mir so gar nicht vorgestellt. Man sieht hier auch gut, dass sich oben zwei kleinere Messer bewegen und das untere starr stehen bleibt. Und ihr seht, man kommt also wirklich ganz, ganz nahe an den Rand hin und kann so super genau eben das wegschneiden. Dann bleibt halt nur noch ein paar Millimeter stehen. Wen das stört, der kann da natürlich nochmal mit dem Rasen drüber nachgehen. An engen Stellen, wo er jetzt zum Beispiel nicht reinkommt, braucht man halt auch noch einen Rasentrümmer. Das ist klar. Also den Rasentrümmer ganz weglassen werde ich nicht können. Das wird halt so ein zweigeteiltes Trimmen sein, sage ich mal. Die breiten, gut zugänglichen Stellen werde ich mit diesem Gerät hier machen. Und die engen Stellen oder da, wo es ganz präzise sein muss, da nehme ich dann nochmal den Rasentrimmer von Bosch. Ja, aber so geht es natürlich viel einfacher, weil durch diese beiden Rollen kann man das Gerät viel besser führen und es ist auch kein Kraftaufwand. Das ist halt super easy. Hier an den Steinen ist es ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, weil natürlich das nicht seitlich gerade ist. Und da kann ich halt nur das ganz grob wegschneiden und vielleicht noch mit dem Trimmer hinterhergehen. Hier sieht man nochmal, wie die Messer arbeiten. Wirklich sehr präzise. Man sollte natürlich nur Gras schneiden und keine Ästchen oder sonst irgendwas. Da kann es halt sein, dass die Messer sich leicht verbiegen. Das ist aber auch gar kein Problem. Die lassen sich dann wieder gerade biegen. Man kann unten das Ganze öffnen. Das kann man auch zum Reinigen öffnen unten, den ganzen Deckel. Das steht aber alles in der Anleitung beschrieben. Hier sieht man nochmal ganz gut, wie man entlang fahren kann mit den Rollen. Und hier zum Beispiel an der Wassertonne kann man auch gut drumherum fahren.
das hat mir auch ganz gut gefallen. Nur eben da an der Stelle, an der Zwischenstelle, da komme ich zum Beispiel jetzt nicht durch. Da habe ich dann nochmal den Rasentrimmer am Schluss genommen. Und hier ist das Ergebnis. Auf jeden Fall steht da nichts Hohes mehr und alles schön eben. So soll es sein. Da ist vorher 25 cm Rasen noch stehen geblieben. Also das ist schon ein Vorteil dann. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich packe euch den Link unten übrigens in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr auch dann selber mal nochmal alle Infos nachschauen. Wie gesagt, das Gerät gibt es als Solo-Gerät oder als Set. Und es gibt sogar mit Netzstecker auch das Gerät. Wer lieber sowas möchte, kann sich das natürlich auch anschauen. Gloria hat ja ein sehr breit gefächertes Programm. Die ganzen Sprühgeräte zum Beispiel sind ja auch von dieser Firma. Also ist sehr bekannt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos und dann sehen wir uns auf jeden Fall demnächst wieder. Mal schauen, was ich dann Schönes zum Vorstellen habe. Bis dann!